Stefan Galovic, ich arbeite bei hosting.de und ich bin als Backend-Entwickler angestellt. Das heißt, bei uns speziell, ich arbeite sehr viel mit C++, Go, MariaDB, PostgreSQL und ich entwickle Tools, die in unseren SysOps helfen. Ich entwickle Features, die durch unsere API euch zur Verfügung stehen und auch im Kundeninterface zur Verfügung stehen. Und ich halte diesen Talk jetzt zusammen mit dem Michael. Und Michael ist bei uns als CSO verantwortlich für die Softwareinfrastruktur, die Sicherheit und wir haben deswegen zusammen daran gearbeitet, euch eine neue Möglichkeit zu bieten, eure Webspaces zu schützen. Danke, Stefan. Genau, also ich bin Michael, ich bin bei hosting.de der CSO, das heißt, ich bin eben, wie Stefan schon gesagt hat, verantwortlich für alles, was irgendwie mit Software bei uns zu tun hat. Und eine der Hauptaufgaben ist einfach aktuell, dass der Software-Stack, den unser Verwaltungsinterface im Hintergrund nutzt, gut gewartet ist, gut programmiert ist und läuft. So, wer oder was ist eigentlich hosting.de? Wie der Name unschwer erahnen lässt, wir machen irgendwas mit Hosting. Das heißt, ganz generell, wir haben Systeme, mit denen ihr eure Domains bei uns verwalten könnt, mit denen ihr eure DNS-Sachen verwalten könnt. Wir betreiben eure Webspaces und Applikationen für euch. Wir bieten einen zentralen Mail-Storage und Cluster an, mit dem ihr eben eure E-Mails empfangen und versenden könnt. Zusätzlich dazu haben wir virtuelle Maschinen, das heißt, es gibt zwei Varianten davon. Einmal Root-Server, wo ihr eben tun lassen könnt, was ihr wollt. Und auf der anderen Seite haben wir die Managed LAMP-Server, das heißt, ihr bekommt bei uns im System dedizierte Ressourcen für euch, könnt aber Webspaces und Datenbanken über unser Kundeninterface verwalten. Okay. Bis dahin eigentlich jetzt nichts absolut Außergewöhnliches für einen Hoster, aber, und das ist der Punkt, wir haben eine Public API. Jedes Produkt, was wir anbieten, ist durch die Public API verfügbar. Alles, was unser Kundeninterface macht, ist tatsächlich nur mit dieser öffentlichen Schnittstelle zu reden. Nichts anderes. Das heißt, das System hat keine Sonderrechte gegenüber irgendjemandem, sondern unser Kundeninterface spricht wirklich nur die Public API. Das heißt aber auch, wenn ihr das Gefühl habt, das Kundeninterface gefällt euch mit der Farbe nicht, könnt ihr hinsetzen und könnt euer eigenes schreiben. Empfehle ich jetzt nicht unbedingt, weil das dauert tatsächlich ein bisschen länger, aber man könnte. Anderer Punkt, den die Public API bietet, ihr könnt unsere Produkte und die Konfiguration davon perfekt in eure Prozesse und in eure Applikationen einbinden. Wirklich jeder Schritt, jede Konfiguration ist durch die Public API abgedeckt. Noch ein paar Zahlen zu hosting.de. Wir sind aktuell, ich glaube, knapp 35 Leute. Die Zahl geht immer nach oben. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, hinterherzukommen, wer eigentlich gerade alles wieder neu dazu gekommen ist. Wir betreuen über 35.000 Kunden. Und knapp 250.000 V-Hosts auf unseren Webservern und betreiben über 5.000 virtuelle Maschinen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ihr heute eigentlich alle hier seid. Wir haben uns in den letzten Monaten nicht nur mit der Entwicklung von unserem neuen UI beschäftigt, sondern wir haben uns auch überlegt, wie wir uns weiterentwickeln, produkttechnisch, was unsere Kunden möchten und haben da sehr, sehr viele Diskussionen intern geführt, haben viele Diskussionen mit Kunden geführt und aus diesen Diskussionen ist häufig immer so eine Frage, im Endeffekt hat sich rauskristallisiert. Was macht ihr eigentlich? Bis zu dem jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht ganz genau, was auf den Webspaces, ergo auf unseren Webservern, eigentlich an Applikationen alles so läuft. Ja? Mit diesem Wissen, wenn wir wissen, was auf eurem Webspace läuft, können wir zum einen unseren Support einfach weiter verbessern. Wir können automatisiert checken, ob für die Applikation, die ihr unter dem V-Host betreibt, die Einstellungen irgendwie fehlerhaft sind oder nicht. Ja, wir können euch darauf hinweisen, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Wir können euch Tipps geben, wie ihr den V-Host besser konfiguriert, sodass die Applikation noch besser läuft, als es aktuell tut. Und ein weiterer Punkt ist, wenn man weiß, was auf dem Webserver eigentlich alles so läuft, das bietet die Möglichkeit, dass wir unsere Infrastruktur optimieren. Stellt euch mal für einen ganz kurzen Moment vor, wir haben einen Webserver und auf dem Webserver gibt es super viele Magento-Installationen.
Ja, jeder, der sich mit Magento mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, ab einem gewissen Punkt werden die Dinger Load erzeugen, und zwar nicht zu knapp. Ja? Und wenn diese Installationen Load erzeugen, beeinflussen sie natürlich auch ein Shared-Hosting auch andere Kunden. Das heißt, die Möglichkeit, die wir hier hätten, wenn wir wissen, ein Webserver hat extrem viele Magento-Installationen, wir können hingehen und Webspaces über unsere Infrastruktur verteilen und so die Last eben etwas besser verteilen. So. Das heißt, die Frage ist, wie kriegt man denn raus, was für Applikationen auf so einem Webserver laufen oder auf einem Webspace? So. Eine Möglichkeit. Ja, wir können uns per SSH anmelden, können durch die Webspace durchgehen, können Dateien angucken und sagen, okay, ist wohl die und die Applikation. Wir können das Ganze ein bisschen automatisieren. Das heißt, wir können Linux-Tools nutzen, wie Grab and Find, und versuchen, Versions- oder Konfigurationsdateien zu finden, die auszuwerten und darüber rauszubekommen, was auf dem Webspace läuft. Oder wir können bestehende Tools nutzen, es gibt zum Beispiel auch den CMS-Scanner, der im Endeffekt aber auch nach solchen Konfigurations- und Versionsdateien sucht, die auswertet und dann eben einen Report darüber erstellt. So, mit dem Vorgehen gibt es so an der einen oder anderen Stelle Probleme. Ich glaube, die Variante ist relativ offensichtlich, ja, also per Hand zu Dinge zu prüfen, hat glaube ich niemand groß Lust. Wenn ich Dinge skripte, muss ich für jede Applikation individuelle Anpassungen in der Skript vornehmen. Ja, jede Applikation hat eine andere Syntax in ihrer Versionsdatei oder in ihrer Konfigurationsdatei. Das heißt, an der Stelle muss ich immer pro Applikation tätig werden. Man sollte immer beachten, dass so eine Syntax von einer Versionsdatei durchaus sich auch mal ändern kann. Auch eine Variante, man darf nie den Benutzer außer Acht lassen, weil es gibt Leute, die die Sachen leeren oder löschen. Und last but not least, so eine Versionsdatei kann auch gerne mal lügen. Ja, also wir haben beim Durchchecken von unseren Webservern mal ein Team da 10 gefunden. Auch nicht schlecht. So, wie ihr euch vorstellen könnt, die Aussichten und Voraussetzungen für das ganze Unterfangen hat uns insgesamt alles andere als glücklich gemacht. Und an der Stelle wird Stefan jetzt ein bisschen erzählen, wie wir uns erlebt haben. Ja, also diese Tools, die wir gesehen haben, die waren ganz nützlich, um mal so einen ganz groben Einblick zu bekommen. Aber wir haben sehr schnell eben gemerkt, die sind nicht zuverlässig genug, die sind nicht genau genug. Und wir haben wesentlich höhere Ansprüche für die Features, die wir euch anbieten möchten. Deswegen haben wir uns da selber dran gemacht, Tools zu entwickeln und haben dann Ergebnisse auswerten können, die uns viel bessere Informationen geben, die wir euch auch gerne über Joomla mitteilen möchten. Also zunächst mal, bevor wir so ein Tool entwickeln, wir haben ja schon so eine Intuition, wie sieht das eigentlich bei uns aus in der Serverlandschaft, was glauben wir dazu haben und zum Beispiel Joomla speziell, was für Versionen sind da wohl installiert. Jetzt wird gerade an der neuesten, aktuellsten Version gearbeitet, aber was ist, wenn die meisten Leute da draußen total veraltete Installationen benutzen. Wisst ihr das? Und hier haben wir uns gefragt, was glaubt ihr? Ist das, wie sieht das aus? Ist das eher so, dass die ganz aktuelle Version von Joomla, wir haben jetzt, ich glaube vorgestern haben wir die Daten noch aktualisiert, oder vor 3 Tagen, ne? Bevor wir hergekommen sind. Also da ist wirklich die aktuellste Joomla-Version mit dabei. Glaubt ihr, dass das eher ein Fall A, B oder C ist von der Aktualität her? Also blau sind die ganz aktuellen. Orange heißt es immerhin die letzte Miner-Version und grau ist dann wirklich etwas Steinaltes. Mhm. Okay. Wir kommen schon für die Optimisten. Kann doch sein. Ich glaube A. Du glaubst A. Okay. Ich glaube, ich bin bei B. Okay. So, ich zeige euch jetzt was. Ich zeige euch jetzt was Interessantes, weil wir hatten auch unsere Intuition und keiner lag wirklich goldrichtig, sage ich mal. Wenn ihr glaubt, es war A, es war leider eine andere Statistik, die da zugetroffen hätte. Da gibt es eine Kitty Cam mit einer Edu-TLD, ganz interessant. Da haben sie beobachtet, dass Katzen, wenn die Beute fangen, was die damit machen, ein Viertel bringt das dem Herrchen, Frauchen nach Hause aus Liebe, die Hälfte lässt es liegen. Und ja, da muss man gefressen. Ja, dann die Grafik B ist leider auch etwas anderes gewesen. Das sind die Schimpfwörter in GitHub-Commits-Nachrichten.
Ganz interessant auch, je nach Programmiersprache verteilen sich da ganz andere Beleidigungen und PK-Sprache versus die F-Sternchen-K, ich weiß auch nicht, was da steht. Und auf XC muss mich bei euch entschuldigen, ich habe euch ein bisschen veräppelt. Das ist immerhin eine Statistik von uns, aber das ist auch nicht, wie es bei Joomla aussieht. Das ist einfach nur der Konsum bei uns von diversen flüssigen Drogen. Was ist das, was ist das tatsächliche Ergebnis? Das Ergebnis ist so. Also in Blau seht ihr jetzt wirklich die aktuellste Version von Joomla installiert, 3.0. Und an der Stelle würde ich sagen, die ist ja erst letztens released worden. Wenn das dem gleichen Trend folgt wie die vorigen Versionen, wird sich das vielleicht bei so 10% einpendeln, ist meine Einschätzung. Ja, und dann wird das immer so hinterherziehen. Und letzte meiner Version ist ja auch noch so, okay, aber diese 83%, die machen mir wirklich Sorgen als Hoster. Und was heißt das? Also 3.0 ist eine 6 Jahre alte Version oder älter von Joomla. Ja, das sind die Zahlen, die ihr hier seht. Und von denen, die wirklich schon mindestens 6 Jahre alt sind, seht ihr, dass ja nochmal eine massive Anzahl wirklich schnell ist. Also unsere Serverlandschaft, keine Wiesen, Schmetterlinge, sondern irgendwo ist dort ein Ring von Mordor versteckt. Ich weiß nicht, aber sieht nicht so gut aus für uns. Das hat Konsequenzen nicht nur für uns als Hoster, sondern auch für unsere Kunden und auch für die Endkunden, die wir vielleicht betreuen. Und auch für die Webseitenbesucher. Das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, die wir gerne in eine Win-Win-Win-Situation ummodeln wollen. Wir sehen da eine Chance. Für den Kunden bedeutet so etwas nämlich einfach der Image-Schaden, ja? Der Verlust von Reputation, der ist natürlich enorm. Ja, wenn eine Webseite defaced ist und dann steht da irgendwas von irgendwelchen politischen Gruppen oder die Seite ist einfach gebrickt worden, sie funktioniert nicht mehr oder ihr habt irgendeinen Crypto-Miner installiert und die Performance geht einfach den Bach herunter. Sehr unprofessionell. Dann natürlich habt ihr noch das Problem, wie lang ist denn eure Webseite eigentlich schon mit Schadcode befallen? Welches Backup könnt ihr denn jetzt benutzen? Wisst ihr das? Also wenn euch das jetzt nicht direkt aufgefallen ist, vielleicht ist das subtiler gewesen, ist verdammt schwierig. Habt ihr überhaupt noch das Backup? Und für uns als Host ist das Problem einfach, wir tun es nicht gerne, aber wir müssen dann letzten Endes zum Kunden hingehen und sagen, tut uns leid, aber das ganze Geschäftsmodell bricht zusammen, wenn bei jedem unserer Shared Hosting Pakete jemand im Crypto Miner laufen hat. Das funktioniert natürlich nicht und dann müssen wir leider diese Kunden verwarnen und blocken. Und sehr unangenehm für uns. Und wir müssen natürlich sorgen, dass ihr die tollste Performance habt. Wir kriegen immer sehr viel Lob für die Performance, die es bei uns auf den Servern gibt. Und wir müssen dafür, damit ihr die habt, für Fairness sorgen, dass niemand den Server monopolisiert. Und natürlich, wir haben ein Rechenzentrum mit mehreren schnellen Internetleitungen, vielen Maschinen. Da könnt ihr schöne Denial-of-Service-Attacken machen, aber bitte nicht bei uns. Also was machen wir jetzt? Geben wir auf? Ja, ich weiß nicht. Genau. Das heißt, Stefan hat es ja schon angesprochen, das ist super wichtig, dass man einfach versucht, seine Applikation, die man laufen hat, immer möglichst up-to-date zu halten. Das heißt, seid einfach kein Teil der 63%. Und auch sehr wichtig, habt ein sauberes Backup. Ja? Es ist wirklich sehr schwierig rauszubekommen, an welcher Stelle irgendwie der Hack vielleicht aufgetreten ist. Wenn man sowas vorrätig hat, ist es immer nicht schlecht. So, aber die Frage, wie kümmert sich darum? Ja. Das kann auf der einen Seite, kann es unser Kunde oder der Benutzer der Webseite machen, aber wenn man ehrlich ist, so ein End-User verliert relativ schnell den Nerv und die Geduld, hinter irgendwelchen Updates wegzubleiben. Also macht das nicht. Der User kann eine Agentur auch beauftragen, die sich darum kümmert und die Seite eben aktualisiert und Backups herstellt und und. Oder es gibt mittlerweile diverse Web-Services, die gerade was Hacking oder Hack-Detection
betrifft, Dienste anbieten. Ja, das spielt sich zwischen ungefähr 1 Euro und 20 Euro pro Monat ab. Und abhängig von dem Paket, was man bucht, führen die eben Checks nach Malware oder nach Hacking, Phishing, führen die auf der Seite eben durch. Ja, das ist, wie gesagt, abhängig vom Paket innerhalb 24 Stunden oder bis zu 30 Minuten. Das heißt, es gibt Varianten, mit denen man dem Ganzen begegnen kann. Genau. Nee? Ja, okay. Es gibt ein paar Probleme bei der ganzen Geschichte. Wenn man solche Services in seine Applikation integrieren möchte, dann braucht man häufig ein Add-on von dem Hersteller, was man bei sich eben mit aufspielt. Das heißt aber im Grunde genommen, dass ich irgendjemandem Dritten Remote Access auf meinen Webspace gebe. Es gibt sogar tatsächlich Anbieter, die das nicht nur über ein Add-on machen, sondern die sich FTP oder SSH-Zugangsdaten geben lassen. Das heißt, mein Webspace ist im Endeffekt auch nur so sicher wie der Anbieter selber, den ich da gerade benutze. Ja, also wenn der mit meinen Daten nicht ordentlich umgeht, habe ich auch Pech gehabt. Aber, und jetzt ist der viel wichtigere Punkt, Zeit. Selbst wenn ich hingehe und ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme und mir eins von den teuren Paketen kaufe, hat der Angreifer im schlimmsten Fall immer noch ein 30-minütiges Zeitfenster, in dem er meine Seite hacken kann, in der er irgendwelche Daten klauen kann oder er meine Seite entsprechend offline nehmen kann bzw. über die Seite spammen kann. Ja? Das heißt, unter dem Aspekt war für uns, als wir die Sache eingegangen sind, eigentlich klar, okay, alles was wir brauchen, ist eins. Das bin ich. Ja, also wir brauchten neue Waffen, neue Tools, um die Metapher mal ein bisschen friedfertiger zu gestalten. Ja, aber was brauchen wir für Tools? Was kann uns da helfen? Und wir haben da ein neues Feature entwickelt für euch, das wir euch anbieten können. Wir wollten unbedingt eine Lösung haben, die applikationsunabhängig ist. Also egal, welches CMS es ist, und unabhängig davon, welche Version es ist, wir wollten nicht irgendwelche Integrationsschwierigkeiten haben. Also uns ist wichtig, dass wir das für alle Anwendungsfälle nutzen können. Und wir glauben nicht, dass es wirklich funktionieren würde, wenn jedes CMS seine eigene Lösung dafür hat. Das würde sich nicht durchsetzen. Außerdem wollten wir nicht einfach so etwas machen wie Grep oder was auch CMS-Gabenscanner machen, nach Patterns zu suchen in Texten, nach irgendeiner Version. Allein schon, wenn man irgendein Develop-Release hat von Joomla, da steht gar keine Versionsnummer drin. Also es wird unmöglich, diese Informationen überhaupt zu erkennen. Deswegen haben wir das auf Prüfsummenbasis gemacht. Also wir holen uns von sämtlichen Softwares, die wir beobachten wollen, alle Releases. Und wir haben hunderte von Releases allein auch von Joomla und können im Detail sagen, das ist Beta 6 oder Beta 7 oder so etwas. Wir können sogar sagen, das ist folgende Installation, aber die ist beschädigt, weil wir komplett an diesen Prüfsummen arbeiten. Deswegen, selbst wenn die Version jederzeit bearbeitet wurde, kein Problem. Wir können außerdem durch diesen Ansatz die Dateien beobachten. Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine Sicherheitslücke gefunden wurde, eine PHP-Datei wurde modifiziert, jemand hat irgendwie Base64 encoded, irgendwie Malware eingeschleust, das können wir beobachten. Wir können das sehen durch die Prüfsumme. Wir können entsprechend auch sagen, ob das eine bootswillige Dateiänderung war. Vielleicht war das zum Beispiel ein automatisches Update. Dann wollen wir das ja zulassen. Dann wollen wir euch nicht melden, also die Installation wurde attackiert. Oder wir können eben sagen, dass das bösartige Sachen sind. Dann können wir diverse Dinge für euch tun. Dafür haben wir intern eine komplette Datenbank angelegt, in der sind all diese Softwareversionen abgespeichert. Und die benutzen wir dann, um diesen Scan durchzuführen. Das Problem ist häufig bei den CMS-Projekten, die wir kennen, dass es keine standardisierte Form von Releases gibt. Also wir mussten wirklich, teilweise sind Releases auf GitHub, teilweise sind die auf der eigenen Webseite und selbst dann haben wir häufig festgestellt, dass mal gewisse Releases fehlen, die es historisch gab.
oder dass irgendwelche Tarballs leer sind oder man kriegt es nur indirekt, indem man eine alte Version hochpatcht und so weiter. Und so hat man, das war ein gewisser Zeitaufwand, das hinzukriegen, das konnte man lösen. Aber vielleicht findet man da zusammen auch eine einfachere Lösung. Und wo es jetzt wirklich interessant wird, wenn man so etwas hat, wenn man so eine Datenbasis hat und wie wir diese einzigartige Stellung als Hoster, dass wir den Webserver auch betreiben, dass wir Zugriff haben zu dem Betriebssystemkernel, der läuft, dann können wir wirklich verrückte Dinge machen, die ein externer Dienst euch niemals tun kann. Als wir uns überlegt haben, wie können wir das in Echtzeit anbieten, das geht jetzt ein bisschen in Linux-Betriebssystemprogrammierung rein, ist nicht so richtig, aber wir hatten iNotify und FAA-Notify ausprobiert. Das sind Möglichkeiten, um System Calls und Dateisystem-Operationen zu beobachten. Wir haben leider festgestellt, dass die nicht skalieren oder gewisse Sachen nicht abdecken. Und wir haben deswegen direkt mit dem Linux-Kernel gearbeitet und fangen dort Events sofort. Also wir gucken da nicht alle 30 Minuten drauf oder so, sondern wir sehen das sofort, wenn sich etwas verändert. Wie funktioniert so ein Algorithmus? Ganz simpel. Entweder die Datei hat sich verändert, aber wir kennen die neue Datei. Ja, wir haben, bevor der Webspace aktualisiert wurde, durch ein Auto-Update, haben wir schon das Update besorgt. Dadurch kennen wir die alte Funktion und wir kennen die neue. Alles super, freut uns, dass er aktualisiert hat. Die nächste Möglichkeit ist, wir kennen nicht den Fingerprint. Dann müssen wir uns anschauen, was dort passiert ist. Und was wir euch anbieten können, ist entweder ihr wollt das alles gar nicht haben, so wie jetzt und bei den anderen Anbietern, ihr bekommt nichts davon mit. Die andere Möglichkeit ist, wir können euch eine E-Mail zuschicken, welche Dateien sich verändert haben und ihr könnt euch das anschauen, wir machen sonst nichts. Und die andere Möglichkeit, das ist besonders interessant, wenn ihr sehr alte Installationen habt, wo ihr wisst, das fasst niemand mehr an, das wird nicht mehr aktualisiert, dann können wir diese Installation einfrieren. Das heißt, wenn die Dateien verändert wurden, wir können diese Änderung rückgängig machen, weil wir die originalen Dateien noch haben. So, dann kommen wir zur Live-Demo, weil da kann nie etwas schief gehen. Genau. Wahnsinn, Live-Demo ist schon mal schief gegangen. Okay. Die Daumen. Ich habe mir ein wunderbares Joomla vorbereitet und jetzt gehen wir einfach davon aus, dass der... gehen wir einfach mal davon aus, dass Stefan nicht mein lieber netter Kollege ist, sondern er tatsächlich ein böser Hacker. Sekunde. Das ist ganz wichtig. Ich habe die Sonnenbrille vergessen und ich glaube, in der Tat keiner hätte dabei. Genau, also Stefan wird jetzt hingehen und wird einfach meine schöne Joomla-Seite mal zerstören. Und dann spielen wir jetzt einfach mal so die unterschiedlichen Varianten durch, die eben mit dem Tool, das sie entwickelt haben, zur Verfügung stehen. Das heißt, ich fahre mal rüber, ein bisschen nach oben. So. Auf der rechten Seite hat Stefan sich ein großartiges Hacking-Tool geschrieben, was total lead ist, wie man sieht. Genau, und jetzt wird er einfach mal hingehen und entsprechend meine Webseite kaputt machen. Ich tue das sehr gerne. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, hier haben wir eine Deface-Option. Und links haben wir Log. Ja, genau, das kommt noch später. Ich kann es schon kommen, aber. So. An der Stelle hat quasi unser System die Dateiänderung, die Stefan durchgeführt hat, erkannt. Wenn ich gerade mal hier die Webseite neu lade. Ja, okay, wunderschön. Das war wirklich grafisch einwandfrei. So, das heißt, je nachdem, wie häufig ich meine eigene Webseite besuche, kann so ein Hack auch schon mal länger online bleiben. Ja, dank DSGVO ist es ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach rauszubekommen, wer hinter einer Webseite steht, sodass ich sagen könnte, hey, deine Seite ist gehackt. Das heißt, im schlimmsten Fall bleibt so ein Hack lange online und Auto-Backup ist alles gut und schön, aber nach einem halben Jahr ist auch kein Auto-Backup für mich mehr da. Ja? So, okay, das heißt, es wäre viel, viel toller, wenn ich relativ zeitnah mitbekäme, dass an meiner Seite sich was geändert hat, was eigentlich so gar nicht sein sollte. Okay,
Du hast meine Seite geheilt, aber es war schön. Das heißt, Magic. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den zweiten Modus. Das heißt, unser System erkennt die Dateiänderung und informiert mich. Jetzt gehen wir wieder rüber. Walte deines Amtes. Ich habe auch eine zweite Option, einen anderen Zaubertrick in meiner Kiste. Der Brickmeister ist es. Okay, der Exploit wird ausgeführt. Auch an der Stelle hat er jetzt hier. Hab ich irgendwo den. Hast du einen Scanner? Ja, danke. Haben wir jetzt hier. Ich mal hoch. Hat er die Veränderung erkannt und schickt die Änderung quasi an den Server. Und jetzt sehe ich das mal rüber. Das heißt, wir sehen, Seite ist kaputt. Aber. Ich bin ganz kurz an. Zack. Schau an. Ich habe hier schon eine Information. Ja. An der Stelle, das ist gerade noch ein englisches Template, weil der Account auf Englisch eingestellt ist. An der Stelle wird mir mitgeteilt, wo in meinem Webspace welche Datei wann verändert wurde. Und über die Informationen kann ich zumindest an der Stelle sagen, okay, ich gucke mir das an. Vielleicht war ich auch gerade selber aktiv, weil ich bin Entwickler und habe eine Extension modifiziert oder. Ja. Aber ich kriege wirklich super schnell mit, dass ich hier tätig werden sollte. So. Aber noch viel cooler wäre es, wenn ich nichts daran gemacht habe und wenn ich eigentlich nur möchte, dass meine Seite läuft, dass ich gar nichts machen muss. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Ah, Herr Gadovic war schon wieder schnell. Sehr gut. Das heißt, ich schiebe es gerade mal kurz hoch. Ja. Welcher Server wollt ihr nochmal sehen? Sollen wir die Facing? Ja, machen wir. Schon peinlich, deine Webseite. Ja, ich weiß. So, und jetzt haben wir an der Stelle die Änderung wieder erkannt und wir haben den Rollback automatisch sofort durchgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückgehe, meine Webseite ist immer noch genauso wie vorher. Ja? Was? Magic. Genau. Und zusätzlich habe ich auch hier wieder eine E-Mail, die, wie auch in der E-Mail vorher, mir mitteilt, um welche Datei es geht. Aber mir auch sofort sagt, hey, wir waren in der Lage, die Datei mit der Originaldatei wieder zu überschreiben. Deine Webseite ist so wie vorher. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Ja? Schön, okay. Hat funktioniert, danke Demogott. Gehen wir mal wieder. Jetzt bin ich als Hacker arbeitslos und jetzt wieder mal aus dem Gerät. So, was heißt das genau für euch? Wir haben an der Stelle, geht es jetzt so ein bisschen in verschiedenen Schritten. Ich weiß nicht, wer es von euch schon unser aktuelles Beta-UI angeguckt hat. In den nächsten 2 bis 3 Wochen werden wir einfach verschiedene Funktionen rund um die Applikationen, die wir schon gefunden haben, mit anbieten. Eine davon ist jetzt erstmal, wir haben eine Übersicht aller Anwendungen. Ja. Inklusive der Version und wo sie liegen. Das heißt, ihr könnt euch einfach mal anschauen, auch wenn ihr diverse Webspaces haben solltet, also zum Beispiel einen Managed Server, seht ihr einfach zentral an einer Stelle, hey, welche Apps laufen eigentlich bei mir und sollte ich vielleicht aktiv werden. Ja? Auch hier werden in Zukunft einfach weitergehende Informationen mit einfließen. Das heißt, wir werden euch sagen, hey, guck mal, da steht ein Update zur Verfügung, mach doch mal. Wir haben jetzt auch hier im Webspace selbst, also wenn ihr mit dem Webspace arbeitet oder mit dem Vhost, können wir euch eben auch sagen, okay, auf dem Webspace liegen folgende Applikationen, und zwar an der Stelle erreichbar unter folgender Domain. Ja, das sind einfach so die Dinge, die jetzt in den nächsten 1-2 Wochen in das Beta-UI mit reinkommen. Was kommt, wenn man jetzt mal noch ein bisschen weiter denkt, in nächster Zeit? Für euch eins habe ich schon angesprochen, das ist hier dieser Update-Verfügbar-Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir wissen, welche Applikationen ihr unter einem Vhost laufen habt,
können wir auch feststellen, ob die PHP-Version, die ihr gerade eingestellt habt, eigentlich gut ist. Ja, also wenn euer E-Host noch mit PHP 5 oder was läuft, was hoffentlich niemand hat, und die Applikation aber kompatibel ist mit 7.1, 7.2, könnt ihr sagen, guck mal, stell doch mal um, deine Seite wird schneller werden. Ja. Wir können euch mitteilen, wenn irgendwie neue Versionen von irgendeiner Applikation rausgekommen sind und wir feststellen, hey, ihr habt immer noch alte Versionen auf eurem Webspace. Ja, also weniger, dass ihr euch einloggt, sondern ihr kriegt einfach eine Mail, wo drin steht, schau mal, folgende Applikation, gibt es ein Update, sollst du vielleicht tun. Nächster Schritt, wir haben aktuell den Index nur auf die Applikation beschränkt. Der nächste Schritt in dem Part wird sein, dass wir auch uns um Add-ons und Extensions kümmern. Das heißt, wir schauen, dass wir bei Joomla, bei WordPress, whatsoever, alle Extensions, die wir so in die Hände kriegen, mit in unseren Index aufnehmen und euch damit auch noch zusätzlich anzeigen können, welche Extensions in der App überhaupt mit installiert sind. Ja? Wo die liegen, auch gerne mal nicht ganz so aktuell. Noch einen Schritt weiter gedacht, werdet ihr aus dem System heraus Auto-Updates fahren können. Ja, das heißt, wenn wir feststellen, es gibt eine neue Version für Joomla und da musst du dich nicht mal mehr ins Backend einloggen von Joomla, sondern du kannst direkt aus dem Kundeninterface sagen, cool, bitte führt mir das Update aus. Dann schieben wir das Ganze auf eine Staging Area, führen das Update aus, ihr könnt das angucken und sagen, ja, passt, super, übernimmst du bitte in den Live-Modus. Das macht ihr nun falls nur? Falls, dann einladen. Ja, also einfach die Applikation updaten. Da sind wir ja noch nicht. Das ist ja, was bringt die Zukunft? Also wir haben es noch nicht umgesetzt. Okay. Oder wir können ja nicht nur falsch updaten. So eine Update sind ja mehr, ne? Ja, genau. Wir haben jetzt uns aber ein Beispiel von WordPress, das ist, wir gehen hier live ein Update durch oder hast du das hier live holen? Okay, genau. Ja. Eine andere Variante noch, die auf dem Webserver auch direkt laufen kann. Man ist in der Lage, wenn ein Datei-Upload stattfindet, den zu checken, also über, wenn es zum Beispiel über PHP läuft, aber wenn es über irgendwelche anderen Kanäle eingeschleust wird, wie zum Beispiel tatsächlich jemand hat FTP-Zugangsdaten irgendwo herbekommen oder, sind wir ja in der Lage, über die Tatsache, dass die Datei geändert wurde, festzustellen, oder können diese Datei zusätzlich noch eben mit Antivirenmaßnahmen überprüfen. Was könnte die Zukunft so bringen für das Projekt an sich? Diesen kompletten Scan-Part und auch die Erkennung, dass Dateiveränderungen stattgefunden haben, wollen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein reines Hosting.de-Ding draus machen. Wir sind aktuell in Diskussionen mit anderen Hostern, wir sind in Diskussionen mit ISPs und überlegen, wie kann man mit diesem Projekt das Internet einfach ein gutes Stück sicherer machen. Aktuell reagieren wir nur auf Dateiänderungen, ne? Auch so ein Punkt. Das, was wir noch machen möchten, wir möchten weiter in den Webserver an sich rein. Das heißt, wir möchten eine Payload-Analyse machen. Wenn wir feststellen, dass irgendwo eine Dateiänderung stattgefunden hat und wir die als bösartig klassifiziert haben, möchten wir den Angriffsvektor kennen. Ja, um einfach den CMS-Entwicklern bessere Hilfestellung geben zu können, wo vielleicht irgendwelche Exploits liegen, um möglichen Application Firewalls einfach schon die Waffen an die Hand zu geben, um die zu modifizieren und auf die Hacks eben anzupassen, sodass der eigentliche Angriff bei der Applikation gar nicht mehr ankommt. Und darüber eben auch, wenn man die Payload analysiert,